Eine Maschine hätte sofort geantwortet, ich gratuliere, wer Sie auch immer sind. Sie sind ein Mensch! Haben wir einen freien Willen? Sind wir noch Menschen? Sind wir schon Maschinen? Sind wir schon mit Maschinen verschmolzen? Werden wir irgendwann Maschinen sein? Werden Maschinen irgendwann das Denken für uns übernehmen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kann man sich einfrieren lassen und irgendwann später vielleicht mal wiederkommen, weil es die technischen Möglichkeiten dafür gibt? Mit all diesen Themen beschäftigt sich der Abend Die Maschine in mir. Ich bin Michael Mertens. Ich moderiere, spiele den Abend. Das Konzept nennt man Whole Brain Emulation, die vollständige Nachbildung des Gehirns. Und davon sprach zuerst Ray Kurzweil, der Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Sie erwartet ein Live-Erlebnis. Sie erleben einen Abend, der sich mit einem spannenden Thema beschäftigt, nämlich Transhumanismus. Sie erleben Michael Mertens privat, Sie erleben aber auch Michael Mertens in einer Rolle, nämlich in der Rolle des Autors Mark O'Connell. Ich stehe auf der Bühne des Casinos im Burgtheater und ich spiele vor 100 iPads. Und in den iPads sieht man die Gesichter der Zuschauer. Der Abend basiert auf dem Buch von Mark O'Connell, Unsterblich sein. Wir haben aus diesem erfolgreichen Buch einen sehr unterhaltsamen Theaterabend gemacht.